Und es geht weiter. Mit dem Kapitel Obdachlos. So, ich werde das natürlich auch wieder versuchen, anders zu spielen. Beim letzten Mal haben wir auf jeden Fall mit dem Gitarrenspiel Geld verdient, das weiß ich noch. Und wir haben uns auch nicht versucht umzubringen. Das werde ich dieses Mal dann hier auch versuchen. Aber ich denke mal, dass das nicht gehen wird. Nathan? Jody? Jody, wo bist du denn? Die Monster. Die sind überall. Großer Gott, Jody, was ist mit dir? Ich bin müde. Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sag mir doch, wo du bist. Ich komme. Ich komme jetzt sofort, Jody. Jody! Ja, ich weiß nicht, ich habe beim letzten Mal schon überlegt, warum sie nicht sagt, wo sie ist, aber ich glaube, das ist ihr zu riskant oder so, ich weiß nicht. Oh, da sind die Viecher. Das ist ja gerade fast übersehen. Haut doch mal ab hier. Gibt's ja nicht. Hey, wer ist da? Ich muss mir das einbilden.
Komm schon. Trink. Hey. Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber es reicht. Ich hab dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist Ehrensache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Ich bin Stan. Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Etwas Kaffee? Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Vorsicht, heiß. Wie lange bist du schon auf der Straße? Ich weiß nicht. Bei der Kälte verliert man jedes Zeitgefühl. Ja. Bei mir sind sie jetzt schon 3 Jahre. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett abdrehe. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf der Flucht. Eltern. Durchgeknallter Freund, sowas. Ich glaube, ich bin auf der Flucht vor mir. Sind wir das nicht alle? Sind wir das nicht alle, Kleine? Das Problem ist nur, du kommst nie weit genug, um zu vergessen, wer du warst. Kannst du irgendwo hin? Familie? Freunde oder sonst irgendjemand? Meine Eltern, die leben in New York, also ich könnte wieder dahin zurück. Okay. Wenn du willst, dann bleib. Ich hab nicht viel, aber wir können gerne alles teilen. Danke. New York ist immer so ihre Standardausrede oder Lüge, wie auch immer. So. Auf jeden Fall ist hier dieses Messer. Das werden wir mal benutzen. Na? Mal schauen, was dann passiert. Ich denke mal, dass die anderen das verhindern werden. Huch, was habe ich jetzt falsch gemacht? Muss ich wieder die andere 1 nehmen, ja? Tatsächlich. Oh, das war Aiden. Aiden, geh weg von mir, verfluchte Scheiße! Hey, Kleine! Pass bloß auf mit dem Ding, ist ziemlich scharf! Okay. Haben also nicht die anderen verhindert, sondern Aiden. Hier war auch noch mal so eine Stelle. Ah, ah.
Katastrophe. Ich bin zu leicht wegzulaufen. Ich gebe auf. Hast du gehört? Ich gebe auf. Ja, wir haben nichts mehr zu essen. Ich muss jetzt was besorgen. Willst du sehen, wie es bei uns so läuft? Hm? Ja, klar. Okay. Kann ich Alben schon benutzen? Kann ich. Aber hier ist noch nichts, kommst was wir du mit? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Wir brauchen etwa $5. Das reicht für was Warmes. Wir versuchen es hier. Ich hoffe, die Kälte macht die Leute großzügiger. Ich gehe am besten gleich mal los. Hey Stan, ich glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Ja. Ich versuch's mal da drüben. Viel Glück dann. Gehen wir mal hier rüber. So, die Frage. Konnten wir hier was mit Aiden machen? Also mit denen hier können wir schon mal nichts machen. Da rein können wir auch. Den braucht man gar nicht erst ansprechen, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht. Vielleicht können wir den ja dann besetzen. Nee, können wir gar nicht, ne? Mal gucken. Hey, geh nicht so weit. Es tut weh. Seit wann ist die Stadt so ein Ghetto? Hey, das ist doch nichts Neues. Die Wirtschaft läuft eben nicht. Manche machen halt schwere Zeiten durch. Ja. Ich laufe gerne über Schneeberge. Hallo. Hallo? Hallo. Haha, ich lass dich nicht durch. Ja, ich weiß nicht, hier mit den Dingern. So, geht das eigentlich nochmal? Ich glaube nicht, nee. Das geht nicht nochmal. Betteln? Ich habe Hunger. Hätten Sie vielleicht irgendwas für mich? Betteln? Nicht bei mir hier. Bitte. Bitte, es ist so kalt. Und ich... Mach dich vom Acker, Herzchen, sonst rufe ich gleich die Cops. Okay.
Oh. Oh, 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 oh. Verdammt, ist das kalt! Letzten Winter war es ganz anders. Da war fast immer T-Shirt-Wetter. Ja, Mann, das war toll. Ich glaube, ich nehme heute Eier. Rührei. Toast, Muffin. Toast. Scheiße! Was ist denn hier los? Nicht, Aiden, das hilft uns auch nicht. Nicht? Können wir mit dem hier irgendwas machen? Ich könnte auch mit dem mitgehen und mal schauen, ob die den dann ausraubt oder so. Das könnte ja sein, ne? Nee, also hier drin können wir nichts mehr machen. Na gut, na gut, na gut, na gut. Dann, ja. Hey, Baby. Willst du ein paar Dollar extra verdienen? Hier sind wir auch noch nicht nach hinten gegangen, ne? Gibt's hier irgendwas? Ich meine, wenn man hier schon so rumlaufen kann. Ja, das ist bestimmt die Ecke, wo der Typ mit uns hin will, ne? Wie es aussieht. Oh, was. Was ist denn da? Ach so, das ist ein Bonus. Okay. Schade. Ich dachte, ich kann hier vielleicht hinten einbrechen. Nee. Oder irgendwie so hier rein? Nee. Aiden ist scheinbar auch schwach. Nachdem er Jody zweimal vor dem Suizid retten musste. Na gut, dann probiere ich das jetzt mal aus. Was ist das für ein Gerät? Okay, ja, alles nicht so spannend scheinbar. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt, was passiert. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die wirklich dann mit dem rummacht. Das glaube ich nicht. Leichtes Geld, Schätzchen. Allein für deine wunderschönen Lippen. Warum kann ich nicht mit dem reden? Sehr komisch. Ging doch beim letzten Mal. Die dem doch geantwortet. Komm lieber zurück. Ich gehe jetzt nochmal an dem lang. Der sagt gar nichts mehr. Das ist ja merkwürdig jetzt. Warum? Und was mit dir hier? Ja. Na gut. Dann gucke ich ja erstmal wieder rüber. Entscheide dich. Burger klingt gut. Oder doch Pizza? Ist nur Futter. Das ist so hart. Ja, sehe ich auch so. Ich habe gesagt, wenn sie... Geschieht ihm recht. Wie weit kann ich denn hier laufen? Es wird schon dunkel. Wir müssen jetzt zu Stan. Oh no. Wie läuft's denn? Nicht gut. Du? Naja, ein bisschen Kleingeld hat sie ja, ne? Das wird nicht viel bringen. Okay, nicht schlimm. Du bleibst hier, ich schau mal, was ich auftreibe, okay? Oh, gleich müssen wir den retten, ne?
Was hast du da, Alter? Was haben wir denn hier? In der Lotterie gewonnen, alter Glückspilz? Hey, ich will keinen Ärger. Ärger? Ärger? Das ist so respektlos, alter Mann. Sehen wir aus wie Ärger? Etwa. Das oh, komm schon. Willst du das, Ed? Ja, ist schon dabei, Mann. Fuck. Echt krass, Alter. Du bist noch zu schwach, Alter. Ja. Ich muss das selbst. Haut ab, dann passiert euch nichts. Mal sehen, ob ich die wieder so gut fertig machen kann. Der alte Opa hat eine kleine Freundin. Lass laufen, ey. Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, verschissenen Mist tun. Scheiße, scheiße, scheiße. Fuck. Falsche Richtung wieder gewesen. Wir sehen uns später, Mist. Verdammt, dich hau ab! Hey! Wie hast du das gemacht? Ich war eine Zeit in der Army. Ja, aber da waren vier von ihnen. Du warst allein. Vier Arschlöcher. Die wissen nicht, wie man kämpft. Los, raus hier, bevor sie wiederkommen. Okay. Okay, Leute, kommt zum Essen. Hm. Ah, hier ist noch ein Bonus. Auch wenn ich mir noch nicht rausgefunden habe, wofür das eigentlich ist. Da muss ich mal nachschauen. Komm, nimm dir was, Jody. Ich hoffe, du magst Thunfisch. Was anderes gibt's nicht. Was ist dir passiert, Stan? Es gab einen Kampf. Ohne Jody würde ich immer noch da liegen. Ihr hättet sehen sollen. Das waren vier Kerle. Jody kämpft wie ein echtes Ass. Kanntest du die Kerle? Ja, die sind hier bekannt. Die Kids suchen hier nur nach einfachen Opfern. Sie haben Smartphones mit Kameras und... Sie reißen wohl mal gern die Schnauze auf. Wollen vor ihren Freunden angeben. Mieser, verschissener Wichser. Einmal war ich dran. Hab mich noch nicht ganz erholt. Wie lange seid ihr schon hier? Die Brücke fand ich so vor ungefähr 6 Monaten. Traf ja Walter. Jimmy tauchte auf. Tuesday ist hier seit etwa 3 Wochen. Walter, wie bist du hier gelandet? Ich war mal Highschool-Lehrer. Und irgendwann da konnte ich mir die Raten nicht mehr leisten. Ich verlor mein Haus, den Job, alle Freunde. Tja, und hier war dann Endstation.
Jimmy? Ist alles okay? Mir ist kalt. Mir ist so verflucht kalt. Rogan. Was ist mit dir, Jody? Du erzählst nicht viel von dir selbst. Wie bist du auf der Straße gelandet? Ich habe Sachen gemacht, die schlimm sind. Bis mir klar war, dass man mich benutzt. Ich weiß, das klingt jetzt wirklich seltsam. Aber ich kann Dinge. Das macht mein Leben völlig kaputt. Du sagst, du kannst Dinge, Jody. Inwiefern? Das spielt keine Rolle mehr. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich mit denen noch weiter reden muss. Ich kann mich ja erstmal noch ein bisschen hier umschauen. Ach ja, genau. Das ist ja Jimmys Wohnzimmer. Oh, mein Jimmy. Es geht ihm wirklich nicht gut. Ich suche mir jetzt einen Drink mit meinem Namen drauf. Danke für das Essen, Jungs. Ich muss mich hinlegen. Gute Nacht zusammen. Schlaft gut. Jetzt haben wir natürlich unsere Kräfte nicht eingesetzt, um denen zu helfen. Ja, mal gucken, ob das dann irgendwelche Auswirkungen hat. Oh ja, jetzt geht's los mit der Geburt. Oh mein Gott. Tuesday. Ist es... Die Wehen haben eingesetzt. Wir brauchen einen Arzt. Wir brauchen ein gottverdammtes Krankenhaus. Nein. Nicht ins Krankenhaus. Sie nehmen mir mein Baby weg. Nein, niemand kriegt mein Baby. Schau dich um, Kleine. Wir haben gar nichts hier. Hier ist nicht mal ein Laken, heißes Wasser. Wir haben gar nichts. Mein Baby. Ich will nicht, dass mein Baby stirbt. Halt durch, ganz ruhig und halt was ein. Hey, Jimmy. Die Straße runter steht ein verlassenes Gebäude. Such einen Weg dort rein. Ich kümmere mich darum. Los, Walter, du setzt dich und bleibst hier bei Tuesday, okay? Jody, komm mit. Wir besorgen alles, was wir brauchen. Und du, Kleine, warte mit deinem Baby, bis wir zurück sind, okay? Ich versuch's ja, aber ihr müsst euch verdammt beeilen. Warte mal mit deinem Baby. Das kann jetzt noch nicht rauskommen. Ach, Mann, ey, Mann. Naja. Jody, komm schon! Wir müssen mal gucken, ob wir das dieses Mal besser hinbekommen mit diesem Supermarkt, wo wir einbrechen. Was sollen wir tun? Kennst du einen Arzt oder so? Nein. Wir haben auch nichts, um ihn bezahlen zu können. Also was machen wir dann? Hör zu. Ich will für dieses Baby eine Chance in dieser verfluchten Welt. Das Kind braucht Wärme und es soll Windeln und ein Fläschchen haben und Kleidung, wie jeder andere normale Mensch auch. Ich lass nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Okay, was ist dein Plan? Ich hab keinen. Aber uns fällt was ein. Komm! Drin ist alles, was wir brauchen.
Wir müssen nur rein. Gott verdammt! Es muss doch gehen. Es muss doch irgendwie gehen. Lass mich nur machen. Hä? Was? Was willst du tun? Vertrau mir einfach. Huch. So, das Ding dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen aufzumachen, aber erstmal. Ich weiß nicht, hier war doch irgendwas mit. Irgendwo muss ein Schalter für das Rolltor sein. Ja. Da mache ich doch erst die Dinger hier auf. Ich weiß nicht, was das jetzt hier kriegen soll. Gar nichts eigentlich, ne? Verdammt, wie hast du das denn gemacht? Erklär ich dir später. Wir nehmen, was wir brauchen und hauen ab. Oh! Oh, Scheiße! Scheiße, ein Alarm! Ich hätte es wissen müssen. Beeilen wir uns, die Cops werden jeden Moment hier sein. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich den Alarm irgendwie ausschalten kann. Ich habe so viel nicht tragen können. Okay, dann lass uns hier abhauen. Komm. Oh, da seid ihr ja. Los jetzt, das Baby kommt. Seid ihr in das Gebäude reingekommen? Ja, ja, Walter ist bei ihr. Kommt, wir müssen uns beeilen. Da hoch, ja. Okay. Mann, jetzt schreit die ganze Zeit wieder hier rum. Ich hoffe, wir bringen es schnell hinter uns. Gerade noch rechtzeitig, Jungs. Das Baby wird jede Minute rauskommen. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Geht! Und zwar alle, außer Jody. Ich will nur Jody. Naja, wenn es sein muss. Du weißt, dass ich bei sowas noch nie dabei gewesen bin. Also, ich auch nicht, aber ich will nicht, dass da alle stehen und mich anstarren und ich gehe hier ein vor Schmerzen. Okay, keine Sorge, wir finden einen Weg, uns fällt schon was ein. Ich meine, wie schwer kann das werden? Brauch noch irgendwie... Aha. Okay, Heiz, warm muss es sein. Genau. Oh Mann, das kann ja jetzt was werden. Ich kümmere mich um die Matratze. Okay, los, die ziehen wir dir schnell aus. Oh.
Okay, du kriegst das hin. Hol das Baby. Atmen. Atmen. Okay, bitte, Tuesday, immer weiter atmen. Ein und aus. Ein und aus. Ich atme doch. Oh, verflucht, ich mach doch. Komm schon, pressen. Pressen. Ja, es ist fast da. Okay. Bald vorbei. Okay, ganz toll machst du das. Ich kann sie sehen. Der Kopf ist schon da. Ich sehe den Kopf. Jetzt press. Pressen. Sie ist da, Tuesday. Okay, jetzt noch die Nabelschnur. Babe. Geschafft, geschafft. Es war bisher nicht so einfach, mein Schatz. Aber wir schaffen das. Mom und du. Ich verspreche es. Nichts hält uns jetzt noch auf. Ich hole jetzt die andere. Wow. Es ist so winzig. Es ist ein Mädchen. Ich nenne sie Zoe. Scheiße, Mann! Sie ist gottverdammt unglaublich! Hey, hör auf zu fluchen, Walter! Sie versteht alles, was du sagst. Nein, sie ist mehr als unglaublich. Sie ist einfach märchenhaft schön. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Jungs. Und Jody. Du bist eine Magierin, Jody. Unsere Magierin. Stan, mach auf! Was zum... Oh Gott! Wo sind die anderen? Walter ist hier über den Flur. Jimmy und Tuesday und Zoe sind oben. Los, raus hier, ich hol sie. Nein, 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 ich komm mit dir! Nein, ich geh allein! Aber... Los, raus mit dir! Tuesday,
Tuesday und das Baby. Sie sind oben, hört ihr? Wir müssen sie rausholen, bevor hier die ganze Bude abbrennt. Nicht wieder runter, meine Güte, meine Güte, oh, verdammte Scheiße, diese Steuerung. Okay.
eigentlich aus? Also, ich habe keine Ahnung. Ich bin höchstens hier wieder zurück vielleicht. Aber das habe ich eigentlich auch gerade schon. Das geht nicht. Muss ich doch hier hoch? Geht das? Ach, jetzt auf einmal geht das, ja. Da habe ich mich vorhin zu doof angestellt. Das war beim letzten Mal auf jeden Fall auch anders. Hört mir ein. Ja, wir kriegen das hin. Ah, das ist sehr gut. Dann stirbt sie ja dieses Mal nicht mehr. Da muss die auch nicht wiederbelebt werden. Das ist richtig gut. Jodie, Jodie. Oh mein Gott, du bist am Leben. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber das war unglaublich. Zoe, wie geht's Zoe? Gut, sehr gut. Wie kam es bloß zu dem Feuer? Oh, was? So geil, was Jungs? Nur Benzin, ein Feuerzeug und die Ratten springen aus dem Nest. Ich pfeif darauf, Happy End. Ich sag dir, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Hey, lass sie in Ruhe! Ganz ruhig, Kakerlaken. Schluss mit Helden sein, oder? Nein! Nein! Hast du das drauf, Ed? Ja, Mann, ist alles drauf! Okay, dann komm, los, weg! Bastarde! Oh, Mann. Hab ich mich jetzt zu früh gefreut? Das gibt's doch nicht. Sie atmet nicht. Sie atmet nicht! Da kommt man schon lebend da raus und dann sowas. Bitte bleib bei uns, Jodie. Bleib bei uns. Ja. Na, wie geht's dir heute, Jodie? Gut? Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Nein gesagt, keine Widerrede. Verschwendest deine Zeit, Jodie. Chateau Margaux, 2001. Ich habe gesagt, das war ein hervorragendes Jahr. Pass gut auf dich auf, Jodie. Du musst nicht daran gewöhnen. Ich will nicht, dass dir was passiert. Paranormale Abteilung. Löffel und Gabel verbiegen und mit Totgeschwächen loszeugen? Wir geben diesem Baby eine Chance. In dieser verfluchten Welt. Das Kind braucht Wärme. Es soll binden und ein Fläschchen haben. Und Kleidung wie jedes. Ich lasse nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Und du bist eine Magierin, Jodie. Die Existenzen um die. Bin ich tot?
Betäubungsmittel. Bitte! Bring das ich Baby will hier raus. Sie sehen! Bitte, bitte, lasst mich zu ihr! Ich will mein Kind! Bitte, lasst mich zu ihr! Wer war die Frau? Warum zeigst du mir das? Ist sie... Ist sie meine Mutter? Nicht mehr her. So, jetzt müssen wir ja hier irgendwie flüchten, ne? Das ist nur das Bad. Na, nun geh da raus. Ja, die haben wir hier. Gehirntrauma und Schädelfrakturen. Sie liegt schon seit Monaten im Koma. Können wir zu ihr? Ich weiß nicht. Sind Sie Verwandte? Wir sind von der CIA. Sie wird gesucht wegen Verrats. Also, wir haben einen Haftbefehl, wenn Sie den sehen wollen. Okay. Ich bringe sie zu ihr. Können wir uns eigentlich auch hier verstecken irgendwie und die dann angreifen? Geht das? Nee, ne? Das geht nicht. Oder doch im Schrank und die dann überfallen? Also, wo ist sie? Ja, merkwürdig. Das ist ihr Zimmer. Sie müsste hier sein. Scheiße. Sie ist aus dem Fenster raus. Das ist unmöglich. Wir sind im fünften Stock. Sie kann nicht durchs Fenster. Melde das. Die Kleine darf nicht entwischen. Ach so. Die springt so oder so aus dem Fenster, auch wenn man es nicht selber macht. Okay. Okay. Okay, okay, okay. So, wir haben das Kapitel geschafft. Mal sehen. Also, wir haben gelogen oder Stans Fragen ausgewichen. Wir haben ehrlich Geld verdient. Haben wir das? Naja, gut. Wir hatten nicht genug Geld und kaltes Essen. Wir haben nicht allen nach dem Abendessen geholfen. Wir haben alle vor dem Feuer gerettet. Wir haben Selbstmordversuch unternommen. Wir haben die Schläger besiegt. Wir haben nicht über einen geredet. Wir sind aus dem Gebäude entkommen und haben das Schicksal der Schläger nicht erfahren. Hm.
Ich überlege gerade, ob wir das Schicksal der Schläge erfahren hätten, wenn wir die nicht besiegt hätten. I don't know. Gut, dann bis zum nächsten Mal.